Walter Bingham ist 99 Jahre alt und erfüllt seine Pflicht. So nennt er es, wenn er Kindern und Jugendlichen in Deutschland erzählt, wie das damals war im Nationalsozialismus. Und wie einige seiner Mitschüler mit ihm, dem Juden, umgingen, nachdem die Nazis an die Macht kamen. Und wenn ich mich beim Lehrer beschwerte, dass mich meine Mitschüler immer wieder peinigten und plagen und manchmal sogar verprügelten, tat der Lehrer nichts. Nichts. Ja, was ist das für ein Zeichen, dass man mit mir, deinem Juden, tun konnte eigentlich, was man wollte? Das waren die Zeiten. Und es waren immer mehrere gegen mich, also ich konnte mich gar nicht wehren. Den Tag der Bücherverbrennung vor 90 Jahren hat Bingham noch lebhaft in Erinnerung. Er war damals gerade 9 Jahre alt und lebte in Karlsruhe. Ich war ein kleiner Bub und wir spielten auf dem Schlossplatz immer. Und eines Tages sah ich da große Bücher aufgestapelt, denn alle, da war eine Liste von verbotenen Büchern, entartete Kunst. Die Leute, die warfen die deutsche Kultur oder ein Teil der deutschen Kultur in die Flammen und freuten sich darüber. Das war die Bücherverbrennung. Und die Liste war lang. Wer als links, liberal oder jüdisch angesehen wurde, fand sich schnell darauf wieder. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Auf dem Berliner Bebelplatz, einem der Orte, an denen 1933 die Gedanken der anderen vernichtet werden sollten, lasen heute Künstler und Wissenschaftler aus den einst verbotenen Schriften. Etwa 25.000 Bücher, die verbrannt wurden. Und das ging eben von A bis Z eigentlich durch die Crème de la Crème der Weimarer Republik. Josef Roth, Arnold Zweig, Stefan Zweig, aber auch Sachbuchautoren wie eben Magnus Hirschfeld. Oder Karl Marx natürlich, der war auch dabei. Walter Bingham sagt, an dem Tag, als in Deutschland Bücher verbrannt wurden, hätte man ahnen können, dass es nicht allein dabei bleiben wird, wenn man vorher Heinrich Heine gelesen hätte. Heinrich Heine, der schrieb, wo man heute Bücher verbrennt, brennt man morgen Menschen. Und das war wahr.